wieder eine neue Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Auf dieser komischen Insel, wo ich Piratenschätze suchen soll. Naja, ich habe ja schon ein paar Tagebücher gefunden. Hier ist mein Charakterprofil. Und ich hatte auch hier gerade immer im Eingang, beziehungsweise hier in diesem Durchgang, Belsing-Durchgang, schon zwei Welträuber erledigen können. Ein Elternteil und ein Kind. Also ein Junge und ein Alter, einen grünen Feldräuber, einen jungen Feldräuber. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir noch finden können. Okay, das sieht jetzt hier etwas übersichtlicher aus. Auch die ganze Insel ist sehr, sehr verwirrend. Also es ist wie so ein Labyrinth, also so ein 3D-Labyrinth, würde ich mal fast sagen. Und ich habe schon mindestens drei Baumstämme gefunden. Also Pfeilproduktion ist gesichert, sofern ich noch Rohstahl habe. Ja, und das war's wieder mal. Darf ich wieder zurückgehen? Ach ja. Nee, mir ist nicht müde. Ich habe nicht gegähnt. Ich werde jetzt runter hier gehen zu dieser Riesen... zu dieser Riesenpilzkultur, die ja sehr lustig aussieht. Oh, ich komme jetzt von diesem Weg. Ich bin doch von dieser anderen Seite dahin gekommen, da, wo diese Brücke da ist oder dieser Steg. Das könnte klappen, dass ich dann die... Feldräuber ich jetzt hier... Oh, wie viel sind es denn? Einer, zwei, drei sind sichtbar. Er kommt hier hoch. Ich mache mal auch mal wieder eine Speichertortur. Ja, Speicher- und wieder Ladentortur. Das sehe ich schon wieder voraus. So, er bleibt da hängen. Der da hinten geht weg. Wird mich dann wittern. Weil er da unten hängen bleibt. Ich könnte jetzt Pfeil und Bogen nehmen. Ja, jetzt hat er mich gewittert. Okay, dann wird er wahrscheinlich den direkten Weg nehmen. Oh, das ist noch so ein grüner. Oh Mann. Hau ab. So, vielleicht sollte ich mal die Waffe wegstecken, damit ich zwischendurch was essen kann. Gibt's mal was anderes, eine Wurst. Was hat man hier? Na, halbes Rum werde ich nicht trinken. Und ein Pilz. Bleibst du da noch hängen? Das ist gut. Also die KI ist ja so, dass sie eigentlich immer so einen direkten Strich macht. Also zu mir. Also die Biester wollen also immer eigentlich direkt zu mir. Das heißt also, wenn ich ja von der Linie abweiche, dann gebe ich denen sozusagen auch die Hilfe, jo, diesen Weg zu folgen. Jetzt versuche ich mal, also Feinbogen bringt hier bei den Teilen überhaupt nichts. Bei den Scavies schon. Ah, die Reichweite habe ich noch nicht. Ah. Da muss ich aufpassen, dass ich... Ja, das ist gut. Trick 17. Und einfach mal langsam und überlegt kämpfen. Das ist immer wieder wichtig, ist mir aufgefallen. So, dann wollen wir uns mal so nach und nach den anderen Biestern... Er bleibt noch hängen. Mal annehmen. Er bleibt auch hängen. Und da hinten ist noch einer, der natürlich in meine Richtung kommt. Die tödlichen Dämpfe scheinen ihm wohl nichts auszumachen. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Dämpfe da unten tödlich sind. Aber es ist halt eben Feuchtigkeit. Also, nochmal schnell um die Ecke hier rennen. Und schauen, ob er das auch macht, wie ich das eben bei dem mit einem Kumpel gemacht habe. Oh, er ist schon mal runtergefallen. Hoffentlich hat ihn das ein bisschen verletzt. Ach, ich finde das gut. Ich lasse das alles drin hier, weil das ist doch wirklich... Das sind so außergewöhnliche Szenen. Ja, jetzt will er versuchen, hier hochzukommen. Er ist ja sehr aufgeregt. Ist er denn überhaupt... Nee, er ist gar nicht verletzt. Das ist ja ein Ding. Gucken, ihn im Auge behalten. Er geht... Ja, okay, sehr gut. Er macht da seine Kreise. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier... Oh... Er will auch schon kämpfen. Reicht aber noch nicht für ihn. Au, jetzt hat er mich aber getroffen. Ja, sehr gut.
aufregend. Ich weiß, ich habe einen heimlichen Zuschauer, einen Verehrer hier. Und leider lässt er leider keine Kommentare da. Ein Unbekannt mal einen Gruß von mir. Habe ich eigentlich schon gespeichert? Nee, ich glaube nicht. So, ich hoffe, das ist der letzte Feldräuber hier, alles im Wunderlandtal. Weil es erinnert mich irgendwie an alles im Wunderland. Oh. Was machst du da unten? Nein, das ist doch nicht möglich. So, nochmal. So, machen wir so. Da ist er. Gras, mal so, so machen. Weiß nicht. Pfeil und Bogen. Komm ich. Ich habe keine Reichweite hier für den Heinz. Ja, das rutscht da. Jetzt ist er mit Rutschen beschäftigt. Mittlerweile gehen mir auch meine Tränke alle und überhaupt. Also der letzte ist ja sehr, sehr, sehr schwierig zu kriegen. Aber es kommt drauf an, wie man es macht. Ich will auf gar keinen Fall, dass er es macht. So. Dann gucken wir mal, ob wir dahinter bleiben. Ja, der ist mir noch zu zappelig. Also. Auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen was essen. Okay, dann nehmen wir auch das letzte gebratene Stück Fleisch. So. Ja. Sehr gut. So geht's auch. Wir nehmen den Pilz. Wir nehmen einfach den Pilz. Ah, den kann man pflücken. Wieso die Riesenteile hier eigentlich nicht? Ach, jetzt bin ich ein bisschen glücklicher. Weil hier wird bestimmt noch was Spannendes kommen. Ich habe das irgendwie so im Ei. Das könnten auch die Sporen sein hier, was den Nebel angeht. Diese kleinen leuchtenden grünen Punkte sind bestimmt Glühwürmchen. Nicht immer eine nette Atmo. Ja, so wie das aussieht, ist hier nichts, außer, wie anders zu erwarten, Pilze zu finden sind. Aber unter anderem auch noch ein Piratentagebuch. Das wird die vierte Version sein. Noch ein Buddlerfleische. So, dann positionieren wir uns mal hier an dieser Leiter und lesen das. Ein Tagebuch von Jones, ist es der letzte Band, hatten wir gehabt. Vierte Band, da ist es. Anscheinend gibt es mehrere Bücher. Okay. So, Tagebuch Seite 1, 59. Tag. Felseninsel. Ned ist tot. Ja, auch er ist tot. 60. Tag, es hat nicht geklappt. Die Viecher haben sie den ganzen Tag im Tag. Oha. Mhm. Tag 61, mal hat es geklappt. Irgendwo das Gold und die Karte. Moment, 61. Tag, diesmal hat es geklappt. Habe mir etwas zu essen besorgen können, als die Viecher kurz weg waren. Ich gehe jetzt in die Berge und verstecke dort irgendwo das Gold und die Karte. Das ist ein guter Hint, weil ich weiß nicht, was für eine Karte gemeint ist. So. Bleibt mir also nichts anderes übrig, als über die Leiter wieder zurückzugehen. Schauen wir mal. Gibt es da wieder einen, der auf mich wartet? Oh Mann. Ja. Lustig. Guck, guck. Ist das ein Junger oder ein Alter oder ein Kaputtnick? Weiß es nicht. Jetzt macht er wieder diese komische Kombo. Das ist ja ein grüner Junge. Ein grüner. Ich dachte ein Junge. Nee, ist ein grüner. Ist ein ganz normal grüner. Mein Gott, bist du grün. Super grün. Und Mammfinger. Also beim Dunkelpilz gibt es 5 Mana zusätzlich. Mal gucken, wie oft noch. Ich habe auch gar nicht gezählt, wie viel das waren. Jetzt regnet es wieder. Oh. Geiler Surround Sound. Oh ja, da hinten ist was. Oder? Ah, ein Baran.
Ach, das ist der Stepping-Varan. Der steppt mal so rum. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja, dass er hängen bleibt. Ja, das schaffe ich. Wird jetzt jeder denken, oder macht er doch mit Pfeil und Bogen kaputt. Ja, toll. Oh, schaut mal, der ist ja schon verletzt. Ja. Sicher ist sicher. Ich mache ihn doch mit dem Bogen platt. Ich pack's noch ein bisschen mehr. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also bleibt er da wieder hängen. Eine schöne Stelle ist das. Oh, der schwebt ja fast in der Luft. Ja, vielleicht kann ich ihn ja von hier aus erreichen. Ja, also. Sehr schön. Ja, wenn ihr auch die Viecher so hinsetzt. Sicherheitshalber mal was essen. Ja, was bleibt mir denn anderes übrig, als mal wirklich schnell mal einen Trank zu nehmen. Sonst ist nachher hier... kommt er aus seiner Position heraus. Und geschafft. Den gibt es sogar 100 Points. 100 Lebenspunkte. Ja, das gibt Möglichkeiten. Es gibt auf dieser felsigen Insel Möglichkeiten, den Varan oder einige Biester wirklich so zu erledigen, wie ihr es eben in dieser und in der vorigen Folge gesehen haben solltet. Denn das sind auch so kleine Special-Tipps. So, jetzt müssen wir uns wieder reorientieren. Ja, da unten ist diese lustig Strandgeschichte. Jetzt gehe ich wieder hier hin. Oder? Oder wie? Oder was? Oder was? Oder wie? Das kommt mir doch alles so bekannt vor. Bin ich jetzt im Kreis gegangen? Bin ich jetzt? Ja, für komische Geräusche. Ich muss erstmal mich konzentrieren. Nee, hier war ich noch nicht. Weil sich hier großes Lederbeutel befindet. In dieses großes Lederbeutel sind 100 Goldstücke. So, ein Fass mit Fisch. Okay. 10 Fische erhalten. Fischers Fitz, Fisch. Da brauche ich gar nicht anfangen mit dem Spruch. Mal schauen, was sich hier auf diesem Plateau noch befindet. Ein Heilkraut. So, an der Stelle mal wieder ein Speichern. Aha. Ja, hier geht's auch nicht, aber da hinten geht's wieder runter. Okay, haben wir alles abgegrast hier. So, schwupps, die Wups. Vorsichtig. Und das Hinderliche daran ist, dass es regnet und ich nicht so viel erkennen kann. Ist hier noch irgendwas in der Ecke? Schade, nee, leider nicht. Muss ich echt überlegen. Hier gibt es nämlich noch einen Weg, von dem ich gekommen sein könnte. Bin. Ja. Genau. Und ich habe mir eben Pause gemacht, deswegen muss ich mich mal reorientieren. Und dann gibt es hier noch einen Weg direkt runter. Ja. Oh. Bestimmt zum Strand runter. Unter mir ist noch so eine Höhle da am Rand. Ja, ja. Aha. Mhm. So, so. Ja, ja. Hier steppte der Varan. Ach, und jetzt ist hier plötzlich... Ah, warum denn das bitte sehr? Da hat sich doch tatsächlich wieder hier ein grüner Feldräuber neu gespawnt. Ein Junge, ein Glück. Lustig. Ich treffe den Baum und der ist wohl aus Stahl. Jawoll, junger grüner Feldräuber, du gehörst mir.
Deine Klauen, deine Zangen. Wirst du um dein Leben bangen? Ja, durch diese Unterführung bin ich doch durch. Ja, und jetzt komme ich wieder bei den Pilzes raus. Na ja, richtig. Aha. Naja, dafür sind wir nochmal sicher gegangen, dass wir hier den jungen grünen Feldräuber erlegen konnten. So, jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt, weil es geht schon wieder hier halb zurück. Hier muss man sich echt eine Karte machen. Gibt es denn hier keine Karte von dem Teil? Am besten eine 3D-Karte. Eine 3D-Karte wäre ganz hilfreich. Denn so eine Pergamentkarte würde mir nicht viel bringen. Okay. Ab und zu mal nach oben gucken. Ja, okay. Jetzt geht's hier wieder hoch. Die Sonne steht auch dementsprechend hoch. Boah, diese Heinis da unten, die werde ich niemals nicht packen können. Das wird eine Tortur, da müsste ich, glaube ich, einen halben Tag da probieren, kämpfen, machen, tun. Wird bestimmt in der nächsten Folge zu zeigen sein. Guckt euch das mal an, da. Letztes Jahr waren es, glaube ich, nicht so viele. Aber ich habe noch fest in meinem Gehirn eingebrannt, dass das eine prägende Erfahrung war. Da unten diese Warane und Feuerwarane da zu killen, dass das wirklich gedauert hat. Und wahrscheinlich einige von euch können das bestätigen, wenn sie da schon längst durchgespielt haben oder schon durch sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Habe ich jetzt oben schon alles abgegrast, weil ich komme hier zu meinem Hüttchen an. Zu Jonas Hüttchen. Habe aber seine Truhe noch nicht gefunden. So, aber dafür, dass ich Baumstämme gefunden habe, werde ich mal Holz sägen. Und das natürlich auch raffen. Ja, und dann natürlich schön viele Holzscheiben spalten. Fallschäfte 100. Dann 560 Pfeilspitzen. Ja, das ist ja klasse. 100 Pfeilschäfte und 160 Federn. Also kann ich wieder 100 Pfeile machen. Eine Klinge habe ich sogar auch, aber keinen Rohstahl. Aber dafür habe ich schon mal in petto 560 Pfeilspitzen. Das ist klasse, das ist super, das ist bon fortune. Ja, wie eben schon erwähnt, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt so viele Materialien für Pfeile herzustellen habe und ich nur noch 57 Pfeile habe, habe ich mich entschlossen, jetzt doch zum Schiff rüber zu schwimmen. Und das seht ihr nach dem nächsten Cut. So, angekommen. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal eine Runde schlafen, ne? Ja, aber nicht zum Magier hin. Wo ist denn jetzt nochmal die Kombüse? Ja, die Kombüse war ja rechts davon. Nee, ich muss einen hoch, wie immer. Ich hab was anderes gehört. Wo geht's denn eigentlich hier hin? Zur Kombüse, ne? Gar nicht, wie sehr sie sich versündigen. Hä? Meinst du, mir geht es besser? Wieso habe ich denn das noch nicht gesehen? Ich wäre mir da nicht so sicher. Okay, bist du raus aus meinem Bett. Na los. Okay. Ah, ich war hier noch gar nicht drin. Moment mal. Ork. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. War der Meinung, dass diese Tür verschlossen war? Weil hier jetzt plötzlich die Miliz drin wohnt. Dandolo, Halva, Wolfgang und das Bett und Sven. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das liegt bestimmt daran, weil ich jetzt den Milizrock oder diesen Rock hier anhabe. Und jetzt gilt es wieder an die Oberfläche zu kommen und die Werkbank zu finden. Wo war die? Wo war die? Die war hier. Genau bei den Besen. Damit ich jede Menge Pfeile herstellen kann. Richtig. So, Amulette schmieden, Pfeile bearbeiten.
100 Pfeile herstellen. Ja, das ist einmal. Das wird es dann auch gewesen sein. Richtig. Und gleich mal zur Sicherheit gucken, habe ich 157 Pfeile. Ergo, es gab noch die Meldung, wenn ich wieder was, wenn ich noch mehr gefunden habe oder wenn ich alles gefunden habe, dann sollte ich zum Schiff zurück. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Insel, schwimmen wir zurück, kraulen, Schiff gedrückt halten, gemütliches Brustschwimmen, bis zum nächsten Cut. So, da stellt sich natürlich mir und euch bestimmt auch die Frage, sollte ich denn mit 157 Pfeilen diese Warani hier alles schaffen? Die sich dort hier in der Nähe aufhalten. Gut, okay, ein paar Felsen zum Hochklettern gibt es. Damit ich safe die Warane killen kann, ist natürlich die große Frage, wie viele Pfeile werde ich verbrauchen? Okay, speichern wir mal ab. Ja, diese Insel erinnert ja auch an die Molored-Insel vor Athanos. Jetzt muss ich erstmal hier die Übersicht gewinnen. Wer ist am nächsten? Wer kommt auf mich zu? Die machen ja lustige Bewegungen. Ich glaube, der ist hier am nächsten. Ja. Zack, jetzt ist er in seinem Ich hab dich gewittert Modus. Okay, der Inselbaran. Ach, so macht er das. Ich habe mal meine Position gewechselt. Nummer 1. Sehr gut. So, jetzt. Okay, im verletzten, schwer verletzten Modus sollte ich den auch hinkriegen. Das war knapp. Schauen wir mal weiter. Das ist eine gute Position. Ach, vielleicht sollte ich doch nochmal hier häuten. Genau, richtig. Dich auch. So, wir will noch mal, wer hat noch nicht? Nächstes der Feuerwaran. Bloß abhauen. Und hoch. Genau, richtig. Nicht. Der ist ja noch cleverer. Wieso kommt der hier hoch? Oh, Leute, nein. So, hier ist die nächste Gruppe. Bisschen. Oh, das war ja ein cleverer Sprung. Nein. Okay. Toll. Und der Jo? Ich fass es nicht. Auch dieser ist erledigt. Ich habe hier total rumprobiert. Ja, da hinten sind auch noch welche. Und mir gehen die Pfeile aus. Ja, 66. Super klasse. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Oh, endlich. Auch dieser ist erledigt. So, jetzt sind mir die Pfeile ausgegangen. Superklasse. Keine mehr da. Was jetzt? Ja, was ihr hier gerade seht, das ist... ich habe so viele Warane auf mich gezogen von dieser Insel da hinten. Also sie sind im Wasser sind die harmlos. Das wären jetzt meine kleinen niedlichen Haustiere. Ich wollte eigentlich zurück aufs Schiff. Ich habe keine Pfeile mehr. Vielleicht kann ich ja von irgendwem Pfeile kaufen. So, aber wenn ich hier drauf gehe, dann werden die natürlich auch da drauf gehen und mich dann richtig kaputt machen. Mehr brauchst du das nicht zu sagen. So, ich bin jetzt unter das Boot durchgetaucht, damit ich die weg habe, die Warane. In der Hoffnung, hier sei noch ein Fallstrick, wo ich hochklettern kann. Scheiße, ist aber keiner da.
Ja. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ach. Meine Mannschaft hat die schon von oben irgendwie entdeckt. Da ist wieder einer von diesen Drecksviechern. Also das ist ja echt der Oberhammer. Ja, man muss ab und zu mal was Außergewöhnliches immer beim Gothic ausprobieren. Hier, hört. Da ist wieder ein. Vielleicht kann ich ja irgendwo hier hochklettern oder so. Ich habe das Schiff ja noch nicht so weit untersucht, dass man das hätte machen können. Was liegt denn da unten? Ist wieder ein Schatten vom Varan oder es liegt ein toter Varan da? Oder ein Tauchender? Nee. Ein Inselvaran. Okay, der ist noch am Leben. So. Ist das herrlich. So, hier ist ja auch die Planke. Ja, dann geht's aufs Schiff. Die Varane sind jetzt weg. So, ja. Wie ich schon sagte, man sollte schon ein bisschen die KI oder die nicht vorhandene KI von Gothic ausnutzen. Meine Herren. Moin moin, liebe Kameraden. Und so konnte ich mich dann doch noch von diesen vielen Varanen retten. Ja, ich konnte sie ja nicht killen, weil da viel zu viel Varane waren. Und ich schwächlichst ausgerüstet bin. Und dafür erstmal mich erholen muss in meinem Bett. So. Bis zum Sonnenaufgang. Raus aus meinem Bett. Ja, raus aus meinem Bett, ich weiß. Ja, ich wollte ja was kaufen. Wo haben wir denn Händler hier? Das ist auch noch die große Frage. Händler auf der Albatros, da ist es. Der Laderaumverwalter Wolfgang handelt mit Waffen. Der Matrose Sven, ja, mit Rumpfkauf. Wolfgang verkauft Waffen im Laderaum. Ja, das ist ja wohl der einzige Heinz, den ich da... Der einzige, den ich dann akquirieren kann zum Waffenkauf. Also ich brauche Pfeile. Koste es, was es nicht wolle. Oh, Wolfgangchen, wo bist du denn? Ach, der wird wahrscheinlich noch pennen. Okay. Super. Und dann machen wir mal einen Schwenk zum Wolfgang. Dandolo. Wolfgang, aufwachen hier. Oh, verdammt, was ist los? Ja, nichts ist los. Ich brauche Pfeile. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Pfeile. Wie bitte? 25? Das ist aber sehr, 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 sehr wenig. Wert von 3. Na, sicher ist sicher. Super klasse. Muss ich jetzt jeden Tag irgendwie eine Nacht schlafen, damit sich die Pfeile neu generieren? Ja gut, okay, dann werde ich mal hier die Sachen verkaufen, von denen ich doppelt habe oder dreifach. Und das, was ich nicht brauche... 25 Pfeile. Ich fass den Hosenkern nicht. Ist hier noch ein freies Bett? Ja, ist noch. Gut. Nee. So. Ich will mal was ausprobieren. Okay, Wolfgang. Hey. Zeig mir deine Ware. Hast du neue Pfeile generiert? Jawohl. Oh, jo, dann kann ich das ein paar Mal machen. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich habe keine Holzstämme mehr, keine Scheite, nix. Also, das werde ich mal jetzt raffen an der Stelle. Mir ist gerade eben was aufgefallen. Ich habe ja immer eine Nacht geschlafen bis zum nächsten Sonnenaufgang, da ja Wolfgang neben mir liegt. Und habe Pfeile gekauft. Und da dachte ich, jetzt gehst du wieder eine Runde schlafen, machst das Ganze so. So, dann gehe ich auf Ende. Spreche ihn nochmal an, und zwar am gleichen Tag. Jedenfalls ist mir das gerade so gelungen. Ja, ist gut. Und dann sage ich, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Und schwupps, da sind wieder 25 Pfeile. Ist doch schön, oder? Das ist gut. Das war jetzt nur ein Trick, ein Tipp. Und das ist schon das dritte Mal, dass ich das so gemacht habe. So toll, ich habe natürlich jetzt nicht mehr so viel. Ich habe nur noch 50 Gold. 200 Pfeile habe ich machen können. Ja, diese ganzen vielen Varane, die kriege ich natürlich auch mit 200 Pfeilen nicht hin. Aber ich habe hier noch eine Quest, die könnte ich mal fragen. Ne? Hallo Wolfgang. Was muss ich tun, damit du mich zum Bootsmann vorschlägst? Was? Du willst Bootsmann werden, wo du gerade mal hier angeheuert hast? Schlag dir das mal aus dem Kopf. Im Übrigen habe ich ganz andere Sorgen.
Irgendein Kerl aus unserer Mannschaft stiehlt hier schon seit mehreren Wochen Teile unseres Proviants. Und obwohl ich ihm schon einige Fallen gestellt habe, ist er immer wieder entwischt. Ich sorge dafür, dass die Diebstähle aufhören. Würdest du mich dann zum Bootsmann vorschlagen? Also, wenn dir das gelingt, dann hast du meine Stimme. Na, da kann man ja auch wenigstens was machen, ne? Nicht immer auf der Insel da Warane töten. Dann werden wir mal versuchen, den Dieb zu fangen. Ich werde den Dieb fangen. Das wird nicht leicht sein. Viel Glück. Auskünfte über die Mannschaft. Ja, okay, das hatten wir unten im Lagerraum schon gehabt. Na, dann fragen wir doch mal gleich den Erstbesten hier. Und zwar den Hawk. Hey Hawk, sag mal, weißt du was über die Proviant? Hey Hawk, sag mal, weißt du was über die Proviant-Diebstähle? Nein, keine Ahnung. Und ehrlich gesagt kann ich sowas auch nicht verstehen. Wer Hunger hat, soll sich bei Albin gefälligst eine Extraportion geben lassen. Verhungert ist hier an Bord schließlich noch keiner. Albin. Okay, das ist unser Smoothie. Oh, der ist denn da aufgewacht? Ah ja. Hallo Albin, was weißt du über die Proviantdiebstähle? Da fragst du den Falschen, mein Junge. Ich weiß nichts. Was außerhalb von meiner Küche vor sich geht, war mir schon immer Wurst. Du hast also keine Ahnung, wer der Dieb sein könnte? Doch, einen Verdacht hätte ich schon. Und? Wer ist deiner Meinung nach der Dieb? Tja, es kann nur einer sein, dem eine gute Fischsuppe nicht schmeckt. Sonst würde er sich doch nicht mit dem ungekochten Fraß im Lagerraum zufrieden geben, oder? Sag mal, du lebst auch nur für deine Fischsuppe, oder was? Was willst du? Gutes Essen gehört nun mal zu den wichtigsten Dingen des Lebens. Und wer gut essen will, der braucht auch einen guten Koch. Ja, ja. Ist schon gut. Mal gucken, ob er was hat. Hast du was zu essen für mich? Na klar, hier hast du deine Suppe. Danke sehr. Mal gucken, weiß Halvar was? Weißt du, dass Wolfgang im Lagerraum Proviant gestohlen wird? Na klar weiß ich das, hat Wolfgang mir doch selber gesagt. Ist schon ein Ding, dass sowas bei uns auf der Albatros geschieht. Hast du vielleicht einen Verdacht, wer der Dieb sein könnte? Nein. Und ehrlich gesagt, da halte ich mich lieber auch raus. Ich verdächtige nicht gerne einen Schiffskameraden. Das sehe ich auch genauso. Ja. Konrad? Hey du! Im Lagerraum wurde Proviant gestohlen. So? Das ist zwar schlimm, aber warum kommst du da zu mir? Nun, ich wollte fragen, ob du etwas Verdächtiges gesehen hast. Nein, das habe ich nicht. Hast du auch keinen Verdacht, wer der Dieb sein könnte? Nein. Wen sollte ich denn noch bitte schön im Verdacht haben? Moment mal, du verdächtigst doch nicht etwa einen der Paladine, der Dieb zu sein. Nein, nein. Würde mir nicht im Traum einfallen. Genau. Gut, das ist auch dein Glück. Ach ja. Okay, fragen wir noch ihn hier. Stopp, stopp, warum rennt der denn so? Knut. Ich lasse mir deine Frechheit nicht lange. Bist du ein Mieser? Weißt du was über die Diebstähle an Bord? Leute, und an der Stelle mach ich mal schön gepflegt Schluss, sage Tschuss und ihr wisst, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich würde mich freuen für Kommentare und einen Daumen und auch zwei oder drei. Bis hierhin, macht's gut.